schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt zu einem neuen Tutorial. Und zwar eine Monstera-Pflanze, Blatt. Ja, also eine Pflanze malen, aber nur wir malen halt nur so das eine Blatt. Und zwar habe ich hier auf meinem Instagram die Monstera geteilt gehabt, die ich gemalt hatte. Und ja, da habe ich viele Anfragen bekommen, ob ich nicht ein Tutorial machen kann. Ja, mach doch, gerne. Ja, und zwar das Besondere eigentlich an der Pflanze, so wie ich sie hier gemalt habe, also an dem Blatt, ist die Farbe, der Grünton, der ist halt nicht so direkt aus der Palette, sondern das sieht halt aus wie so ein fescher, hipper Instagram-Filter, der so quasi drüber gelegt wurde über das Grün. Und ja, also ich zeige euch einfach mal, wie ich das so zusammengemischt habe und wie wir versuchen können, dass wir, sage ich mal, auch die Töne erhalten, die wir uns so wünschen oder die wir halt woanders vielleicht sehen. Vielleicht nimmt der ein oder andere davon was mit und dann ja, machen wir einfach weiter und ich zeige euch, wie ich den Rest halt gemalt habe. Ja? Wichtig hier auch bei der Aufteilung des Blattes, ne, dass wir hier dunkle und helle Stellen haben. Das ist im Watercolor wichtig, damit wir da einfach so ein bisschen mehr Spannung reinbekommen. Das zeige ich euch dann auch gleich. Dann ansonsten, ich habe es mir schon vorgezeichnet und zwar habe ich es mir mit einem Aquarellbuntstift vorgezeichnet. Das heißt, ich muss dann gegebenenfalls im Endeffekt nicht mehr so viel radieren, kann man aber auch mit Bleistift machen. Das Blatt habe ich mir so von einer Vorlage, die ich halt im Internet gefunden habe, einfach abskizziert. Der ein oder andere hat die Pflanze aber auch zu Hause. Da kann man es ganz einfach, wenn man das schafft, also ganz einfach, das ist auch so ein bisschen in Anführungsstrichen gesetzt, kann man sich das auch abskizzieren. Ansonsten gibt es aber immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem Tablet oder auch mit dem Lightpad sich das so abzupausen. Das geht auch super easy, wenn man sich da so ein Bild von Google oder Pinterest rausgesucht hat, kann man das einfach abpausen. Ich fange mal direkt an und nehme mir so ein dunkelgrün. Ich habe ja schon gesagt, das soll ja eher so ein gesetztes Grün werden. Wenn ich jetzt mein Grün daneben male, kann man sehr, sehr gut sehen, dass es sehr quietschig ist und sehr hell. Das heißt, ich muss noch ein bisschen was hinzufügen. Und ich werde mir auch gleich verschiedene Grüntöne anmischen. Also ich denke mal so drei verschiedene. Ich mache noch ein bisschen von dem anderen helleren Grün mit rein. Ein bisschen Blau. Blau ist immer gut. Und dann habe ich hier noch so ein ganz dunkles, ist fast schwarz. Das packe ich mir hier noch mit rein. Oh, jetzt habe ich hier Kontrolle über den Pinsel verloren. Huch, ist aber alles nicht so schlimm. Deswegen haben wir immer nämlich ein Tuch liegen, also sei es ein Stück Küchenrolle oder auch das Tuch, was ich habe. So, ich habe jetzt hier schon ganz guten Ton angemischt. Ich habe noch ein bisschen Braun mit reingemischt und dann wird es noch so ein bisschen, ja, wie so ein bisschen schmuddelig und hier kann man schon ganz gut sehen, das ist ein ganz guter Ton. Ich möchte den noch ein bisschen kräftiger haben. Das heißt, ich mische mir nochmal einen Ton daneben, der deutlich kräftiger ist und vielleicht noch ein Ticken mehr Braun und noch ein bisschen mehr Blau drin hat. Im Aquarell beginnen wir ja immer so mit der transparentesten Farbe. Das heißt, ich werde auch Stellen haben auf meinem Blatt, die eher transparenter und sehr hell sind. Das heißt, ich nehme mir hier, ich habe hier so zwei sehr ähnlich angemischte Grüntöne. Den einen nehme ich mir nochmal, den ersten. Und den kann ich noch hier auf meiner Palette mit noch mehr ein bisschen Wasser verdünnen. Und fange jetzt hier einfach mal an und probiere mich aus. Ich finde jetzt hier zum Beispiel, also ich fange hier ganz wahllos eigentlich erstmal an, mein Blatt einzustreichen. Mir fällt aber zum Beispiel hier schon auf, dass es für einige Stellen noch nicht transparent genug ist. Deswegen werde ich jetzt hier einfach noch ein bisschen Wasser zugeben und das verteilen. Ich möchte jetzt auf dem Blatt Farbverläufe haben und ich muss hier auch so ein bisschen darauf achten, dass die Ecken und Kanten, also hier an den Blattseiten, die möchte ich spitz haben. Und da muss ich wirklich ganz mit der äußersten Pinselspitze nur arbeiten und ich darf auch nicht zu lange arbeiten, weil hier sieht man es, hier trocknet es auch schon so ein bisschen an.
Ich möchte aber auf meinem Blatt auch auf jeden Fall noch Farbverläufe haben. Das heißt, ich muss jetzt hier schauen, dass ich zwischendurch auf jeden Fall so ein bisschen Dunkel mit reinbringe. Dann kann das hier schon mal verlaufen. Und ich mache es jetzt auf jeden Fall auch nicht irgendwie, dass ich denke, okay, ja, Licht- und Schattenwirkung, das Licht kommt jetzt von einer Seite und so gar nicht, sondern ich lege das im Prinzip selber einfach fest. So, ich muss mich hier auch ein bisschen... ich mache hier nochmal so eine dunklere Ecke, weil ich ja auch gesagt habe, ich möchte so für die Spannung des Bildes möchte ich so ein bisschen dunklere und auch so ein bisschen hellere, also einfach so ein bisschen Unterschiede haben. Was ich dann auf jeden Fall auch noch gemacht habe, das zeige ich auch, sobald die Farbe ein bisschen angetrocknet ist, kann ich hier einfach nur, also meinen Pinsel erst auswaschen und dann kann ich auch mit dem grünen Wasser, was ich jetzt hier schon habe, das ist gar kein Problem, hier einfach so ein bisschen Wasser mit reingeben, dass so ein bisschen Pfützen entstehen. Also das habe ich auch in dem vorigen Bild auch gemacht. Ich merke jetzt aber hier, während ich das male, dass ich noch ein bisschen mehr Blaugrün auf jeden Fall reingeben kann. Das heißt, ich mische mir das jetzt mal an. Und darum geht es auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen im Watercolor. Weil man, auch wenn man sich das anmischt vorher, sieht man dann wirklich erst so auf dem Papier, wie die Farbe dann auch so schon so angetrocknet bzw. auch trocken aussieht. Das heißt, ich kann hier noch so ein bisschen Blau mit dazugeben. Vermische das hier weiter mit meinem Grün. So. Und hier ist es jetzt schon ein bisschen angetrocknet. Also das ist, sage ich mal, bei der Monstera-Pflanze auch so ein bisschen ein Problem, weil die doch sehr viele Feinheiten hat. Und man doch mit dem Pinsel, also sie ist schon schwer zu malen. Ich muss hier nämlich diese ganzen Rundungen und Ecken und Kanten hier, oder ich möchte die ganz gerne schön ausarbeiten, dass man die Struktur gut erkennen kann. Und dabei fängt dann aber auch schon an, das eine oder andere, die Stelle zu trocknen, obwohl ich da eigentlich hier ganz gerne noch mehr Farbverläufe reinhaben möchte. Deswegen muss man dann hier einfach so ein bisschen hinterher sein und sich wirklich so Stück für Stück vorarbeiten im ersten Schritt. So. Ja, das mit der Pfützenbildung ist ja beim Watercolor ganz oft irgendwie auch so ungewollt, dass das passiert. Man möchte eigentlich so einen gleichmäßigen Farbverlauf haben und dann passiert es doch, dass irgendwie so Ränder entstehen, die da irgendwie gar nicht hingehören. Hier möchte ich das jetzt so als Stilmittel einfach in die Pflanze mit einbauen, weil mir das einfach jetzt ganz gut gefällt und ich das da drin haben möchte. Hier auf der Seite hat es ein bisschen besser geklappt mit den Farbverläufen. Und ich finde hier auch, hier ist es ein bisschen heller. Hier haben wir so dunklere Stellen. Wir haben hier noch ein bisschen Blau dann im Atemzug mit dazugepackt. Hier fehlt mir das jetzt noch ein bisschen, aber das ist kein Problem. Ich kann das jetzt schon noch ein bisschen nacharbeiten. Und zwar befeuchte ich hier einfach wieder die Stelle, die ich jetzt auch wieder so ein bisschen dunkler haben möchte. Die befeuchte ich einfach so mit ein bisschen Wasser. Und kann jetzt hier nochmal meine Farbe reingeben. So. Ungefähr so. Und hier unten mache ich das auch nochmal. Einfach nochmal befeuchten. Eine andere Möglichkeit jetzt auf meiner schon trockenen, angetrockneten Fläche ist, wenn ich noch ein bisschen einen anderen Farbton reinbringen möchte, dass ich einfach zum Beispiel hier den Blauton, den ich mir jetzt vorgemischt habe, den nehme ich einfach mit dem Pinsel auf und streiche den hier an der Stelle ab, an der quasi es noch ein bisschen dunkler werden soll. Die streiche ich hier einfach auf und jetzt habe ich hier aber, sage ich mal, so einen vielleicht unschönen Rand, der einfach nicht so zum Gesamtbild der anderen Technik passt, dann wasche ich den Pinsel nochmal aus,
trockne den ab, damit hier auch so ein bisschen überschüssige Farbe runtergeht. Jetzt muss ich auch relativ schnell arbeiten und nur mit so klarem Wasser und leicht befeuchtet mit dem Pinsel. Das heißt, ich streiche den an meinem Glas, an meinem Wasserglas streiche ich den ab und kann dann hier den Übergang ganz einfach so verteilen. Und damit, tada, jetzt kann ich nochmal so abstreichen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch ein bisschen zu viel Farbe oder Wasser am Pinsel. Und damit habe ich jetzt hier, kann man ganz gut sehen, habe ich nochmal so einen kleinen Farbakzent reingebracht, dass es nicht so quasi langweilig aussieht. Und habe es aber ganz schön verteilt einfach. Und das, also ich gucke mir das jetzt auch gerade nochmal so an, ob mir das so ganz okay gefällt. Ich bin damit zufrieden. Hier der Bereich, den könnte ich jetzt auch vielleicht nochmal ein bisschen, nochmal das Gleiche machen, was ich gerade schon mal gemacht habe. Das heißt, ich trage hier nochmal ein bisschen Farbe auf. So. Wasche den aus. Und gehe hier einfach nochmal lang. So. Und damit ist jetzt hier in dem Bereich auch nochmal so ein kleiner Akzent. Das heißt, wir haben hier so hellen Bereich, hier hell, hier ist es auch ein bisschen heller und ich habe dann hier unten so ein bisschen dunkle Bereiche. Und das macht dann quasi diese Illustration auch nochmal so ein bisschen spannender, auch einfach, wenn ich innerhalb meines Objekts einfach so ganz, naja, fast wahllos einfach so meine dunklen und hellen Punkte gesetzt habe. Ich habe als Stilmittel so die Pfützenbildung mit eingebaut. Und ich habe so ein bisschen auf die Farben geachtet, dass die eher ein bisschen gesetzter sind und nicht ganz so quietschig. Das ist dann einfach nochmal so ein anderer Stil für den einen oder anderen. Und das war es eigentlich schon vom Tutorial. Jetzt ist es ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man erstmal ungefähr weiß, wie man es angehen soll und was man sich so alles trauen kann und was man machen kann. Und auch so die erste Hürde des Vorzeichnens überwunden hat. Und dann ist es mit dem Pinsel ein bisschen ausmalen im Prinzip und dann Akzente setzen mit unserer Farbe. Deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr das auch relativ easy dann auch nachmalen könnt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. So. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir einfach als Kommentar hier unter das Video. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Tschüss!